Friedlicher geht es auf den sogenannten Wagenplätzen zu. Ein Wagenplatz oder Wagenburg ist eine Wohnsiedlung aus mobilen Fahrzeugen. Wagenplätze entstanden beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingsunterkünfte. Aus dieser Zeit stammen auch Gesetze, die das Wohnen in Bauwägen untersagen. Die heutigen Wagenplätze sind, ähnlich wie viele besetzte Häuser, Orte alternativer Kultur. Diese Wagendörfer entwickelten sich Mitte der 1980er Jahre. Man ist nicht so isoliert in seiner Wohnungszelle. Ich habe eher den Eindruck, dass am Wagenplatz man eigentlich viel intensiver an der Gesellschaft teilnimmt, als das der Durchschnitt macht. Unsere Ansprüche sind nicht groß. Wir erzeugen unseren Strom selbst. Wasser holen wir uns selber. Wir brauchen eigentlich keine Fähr- und Entsorgung, weil wir das alles selber übernehmen. Oft werden Wagendörfer von den Grundbesitzern und Behörden nur geduldet. Bewohner betrachten das Leben in Wagendörfern als einen Ausstieg aus der konsumorientierten Gesellschaft. Die Wagenplätze sind ja eigentlich aus der Hausbesetzerszene entstanden. Da geht es eigentlich immer um das Thema Raumnahme. Und in diesem Fall, wo wir so ein gemeinschaftliches Zusammenleben, viel draußen, also auch ein naturnahes Zusammenleben wollen, dafür gibt es noch, zumindest hier in Österreich, noch nicht so die Möglichkeiten und der rechtliche Rahmen ist eben schwierig. Befürworter des Bauwagen-Lebensstils verweisen auf die geringen Lebenserhaltungskosten, die Möglichkeit zur Mobilität, das soziale Leben im Gegensatz zur Vereinzelung in der Singlewohnung und fordern die Legalisierung ihrer Wohnform. Wir haben keinen Bürgermeister. Wenn jemand einzieht, dann wird diese Person eigentlich Teil der Gruppe. Und es ist natürlich eine Entscheidung von allen Leuten, ob die mit dieser Person auch leben wollen. Das ist die Britney. Ja, die sind seit Sommer bei uns. Da hinten ist die Petra. Die haben ein Zuhause gesucht und die haben wir also dann auch aufgenommen. Sie sind wie unsere Mitbewohner eigentlich. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum es so schwer ist, akzeptiert zu werden und um Grundstücke zu bekommen. Wir müssen ständig eben neue verhandeln und immer neue Lösungen suchen und die halten oft nicht lang. Das Problem ist, aus irgendwelchen Gründen herrscht einfach ein Misstrauen gegen Wagenplatzvereinen, das ich nicht nachvollziehen kann. Ende Juli 2014 begann nach einem gerichtlichen Bescheid die Räumung der Pizzeria Anarchia und des besetzten Hauses. Die Straßen waren verbarrikadiert und die Polizei musste erst den Weg zum Haus frei bekommen. Was wir gewusst haben, war, dass das Haus massiv verbarrikadiert wurde im Laufe der Zeit, dass wir dazu Zeit brauchen werden, dass wir aufgrund der Lage dieses Hauses natürlich auch nicht uns anschleichen können, wenn man so will. Also ein Überraschungsmoment nahezu auszuschließen war. Und das verschärft natürlich auch beim Einschreiten durchaus die Voraussetzungen, weil natürlich dann auch gleich die ersten Gegenmaßnahmen gesetzt werden können. Ja, sicher. Man versucht da zu mobilisieren, man versucht da irgendwie an Lösungen zu basteln. Also, wie fühlt man sich? Fast wieder im Kriegszustand. Die Polizisten wurden von den oberen Stockwerken immer wieder mit Farbe und Gegenständen beworfen. Dann ist der Einsatz eigentlich so abgelaufen, dass wir vorher einmal das Feld vor dem Objekt freimachen mussten. Das machen wir auch nicht nur, damit wir Platz haben, sondern da geht es auch darum, dass wenn wirklich was passiert, wir auch dafür Verantwortung tragen. Und auch das wird oft nicht erkannt. Wir tragen ja auch Verantwortung für zum Teil Sympathisanten, die dort stehen, weil die vielleicht auch nicht abschätzen können,
wenn von oben was kommt oder wenn irgendein Vorfall passiert, dass ihnen auch was passiert. Das ist fast, ich glaube, das unterschätzt man immer und das sieht man meistens von der Seite nicht so. Nicht? Wenn man sagt, gehen Sie bitte weg da, weil da könnte was passieren, dann sagen die, ich bin aber ein Sympathisant. Und wenn dann was passiert, dann hört man, das sind als Polizist eigentlich angehalten gewesen, dafür Sorge zu tragen, ob sie diesen Menschen jetzt mögen oder nicht mögen oder ihn verstehen oder nicht verstehen, dass ihnen nichts passiert. Um die verbarrikadierten Türen öffnen zu können, mussten sich die Beamten der Sondereinheit Vega zuerst einen Unterstand bauen. Andere Polizisten mussten einstweilen Sitzblockaden und weitere Hindernisse entfernen. Es waren zum Teil ist da eingemauert worden, sind schwere Eisenrohre eingemauert worden. Es sind Einkaufskörbe, und zwar nur die Körbe von Einkaufswegen, sind Meter hoch aufgetürmt worden, kann man sich vorstellen, relativ schwer, die rauszuziehen, weil sie die ineinander verkeilen und dann irgendwann mal fast wie Widerhaken bilden. Stromfallen, Falltüren und dergleichen, Gegenstände, die von oben runter geflogen kommen, wenn man sich vorarbeitet. Das Stockwerk voll mit Ramsch, mit beladen ist und du hast unten die Stangen weg, ist logisch, dass das entgegenkommt. Das wird dann der Fall als Falle bezeichnet, ja. Um weitere Wurfgeschosse zu verhindern, setzte die Polizei den Wasserwerfer ein. Da sich einige der Aktivisten sogar an das Haus gekettet hatten, mussten die Ketten mit Hilfe einer Motorsäge entfernt werden. Klar kann man scheitern, aber es kann genauso ein wunderbares Projekt aufgehen. Wien, Ende Juli 2014. Die Hausbesetzer im 2. Wiener Gemeindebezirk leisten weiterhin heftigen Widerstand gegen die Räumung des Hauses. Es ist ein alternativer Lebensentwurf. Das ist halt, wo du lebst, du kannst dort arbeiten, du kannst dich dort verwirklichen. Du hast dort Hausgemeinschaften, ganz andere Zusammenhänge. Ne? Du bist nicht so anonym. Im Gebäude warten weitere Fallen auf die Polizisten. Nach einem 12-stündigen Einsatz wurden 19 Personen festgenommen. Man wird in bestimmten Fällen natürlich mit allen möglichen Exkrementen beworfen. Ja, also alles, was, würde ich mal sagen, aus dem menschlichen Körper rausgeht, das kann unter Umständen dann uns um die Ohren geschossen werden. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich wünscht, beziehungsweise was man auch so leicht wegdrückt. Jetzt nicht unbedingt, es tut nicht weh, wenn ich da offen wäre von einem Sack voll mit Urin. Aber man kann sich vorstellen, dass das dann natürlich entsprechend mental und emotional eine entsprechende Herausforderung ist, da relativ ruhig zu bleiben. Der Kommandant der Vega, Ernst Albrecht, versucht, die Ideen der Hausbesetzer zu verstehen. Ich bin jetzt nicht in der Situation, zu glauben, das machen zu müssen. In einer glücklichen Situation, kann man sagen. Ich habe meine Wohnung und ich bezahle auch meine Wohnung. Andererseits wiederum denke ich mir, wenn das Mittel eines Ausdrucks ist, in irgendeiner Form auf ein Unrecht hinzuweisen, dann kann man das nicht von tagsfrei und von Haus aus einmal ablehnen und sagen, das ist ein krimineller Fall. Die Frage ist dann immer, was macht man dann draus? Ja? Also ich bin schon der Meinung, dass man sagt, man kann ja
bestimmte Dinge aufzeigen, durch bestimmten Aktionismus aufzeigen, aber irgendwo gibt es dann einen Zeitmoment, wo das für mich dann kippt in Richtung, das ist nicht mehr Aktionismus, da zeigt man immer mehr auf ein Unrecht auf, sondern man begeht ein Unrecht. Und das gefällt mir halt nicht so wirklich, diese Argumentation, wir bekämpfen ein Unrecht mit einem anderen Unrecht. Das ist mir ein bisschen zu kurz. 2 Jahre nach der Räumung besucht Hausbesetzer Sterndl den Ort des Geschehens. Ja, es wirkt so leblos, leer, leblos. Es war so schön bunt, so schön laut. Da war immer was los. Wenn diese Besetzung beendet wurde, wo geht man dann hin? Hat man dann ein anderes Haus gleich? Oder? Nein, also es ist ziemlich verstreut. Also, ein Teil ist nach wie vor obdachlos. Ein Teil war eine Zeit lang in der Bankerhütte, aber auch nur also als Notlösung. Sie sind schon wieder weg. Ein paar sind ins Ausland gegangen, ganz verstreut. Mit ein paar schon noch Kontakt, aber der Großteil ist verstreut. Nach einer der letzten großen Hausbesetzungen stellt sich die Frage, was aus den Idealen der Anarchisten der 1980er geworden ist. Der Anarchismus bedeutet Herrschaftslosigkeit. Doch scheinbar war es auch damals schwer, diese Gesellschaftsform wirklich real zu leben. Dadurch gab es tägliche Konflikte. Na gut, dann sagen wir, wir sitzen beim Frühstück. Dann kommt schon sicher irgendeiner einer und sagt, du da unten im Bankcafé wart schon einer auf die. Ja, dann gehe ich runter. Ist es der Bruno Haas? Der Bruno Haas war einer der führenden österreichischen Neonazis. Der hat ja dann so Sachen gesagt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind zum Beispiel auch für mehr Arbeitsplätze. Schau, jetzt frage ich so in der Runde im Bankbeisel: Seid ihr für mehr Arbeitsplätze? Die schreien natürlich alle nein. Ja, ja, verstehst. Und dann hat er gesagt: Ja, und ich habe mich eingesetzt. Da wollten sie die Rosa-Lila-Villa stürmen. Und ich habe denen gesagt: Das dürft ihr nicht tun, das sind ja Kranke. Ne? Das musst du aber. Sag ich halt, Herr Haas. Alles, was recht ist, eh schön, dass ich das gemacht habe, aber das gehört bei uns so nicht sagen. Unbestritten ist sicher, dass die Hausbesetzer- und Anarchistenszene der 1980er Jahre die Gesellschaft bis heute mitverändert hat. Ich glaube, den Anarchismus wird es immer in irgendeiner Form geben. Der wird nie herrschen, auch nie herrschen wollen. Ja? Ich glaube, die Anarchisten klopfen in Wirklichkeit. Das ist die Funktion des Anarchismus, wahrscheinlich immer die Realität auf das ab, was ist schon wieder an weiteren Freiheiten möglich. Ich glaube eher, das ist der Punkt. Ja? Ich glaube, das ist deren Funktion, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn du jetzt wirklich ein anarchistisches Modell entwickeln würdest. Wir haben die Weltbevölkerung hochgepäppelt auf 7-8 Milliarden. Also ohne staatliche Strukturen würden, glaube ich, mindestens 3 Milliarden verhungern. Ja? Also ernsthaft kann man es, glaube ich, nicht wollen. Ja? Aber als Teil einer liberalen Gesellschaft, glaube ich, haben die durchaus ihre Funktion.